Hier ist Extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Herzlich willkommen. Willkommen zu Extra 3. Dankeschön. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, ich hatte kurz Angst. Sie auch? Ich hatte kurz Angst. Ich hatte wirklich kurz Angst, dass Angela Merkel gleich nach dem Champions-League-Finale den kompletten FC Bayern entlässt. Ja? Sie ist gerade in der Stimmung. Hätte passieren können. Ich meine, der Bundespräsident war ja auch im Stadion. Und hier, die Bilder von Sat.1 beweisen es. Schweinsteiger wollte Gauck nicht die Hand geben. Ist klar, warum. Ja? Ich kann es mir vorstellen. Der hatte Angst, dass er sofort die Entlassungsurkunde bekommt. Wahnsinnig schön für die Bayern. Ne? Eine Niederlage im eigenen Stadion. Andererseits, unsere Bundesregierung scheitert seit Jahren im eigenen Stadion. Norbert Röttgen hat es in Nordrhein-Westfalen vergeigt. Ja? Und zwar für immer wahrscheinlich. Sein ganz persönliches Finale da Horm. Und es gibt viele, die so eine Steilvorlage versemmeln. Das kommt halt vor im Leben. Zum Beispiel die Gemeinde Waren in Mecklenburg-Vorpommern. Der Arjen Robben unter den Kommunen. Auch da in Waren ist nämlich eine wirklich hochnotpeinliche Geschichte passiert. Therese Ulrich. In Waren an der Müritz ist ein wahres Märchen geschehen. Die Stadt hat nämlich vor 2 Jahren ganz viel Geld geschenkt bekommen. Wie es zu diesem wundersamen Geschenk kam, erklärt uns Rüdiger Prehn von der Stadtvertretung in Waren. Anlässlich des 20. Jahrestages der Deutschen Wiedervereinigung hat ein Spender der Stadt Waren-Müritz und dem Landkreis Müritz je 1 Million Euro geschenkt zum Bau eines Jugendzentrums in Waren-Müritz. Also 2 Millionen. Eine für die Stadt und eine für den Landkreis. Eine Freude, ja. Wir haben uns gefreut, weil ja generell hier nirgendwo was für die Jugend gemacht wird. Aber so ein neues Jugendzentrum muss natürlich akribisch geplant werden. Da war für die Verantwortlichen einiges zu tun. Das Suchen eines Grundstückes, das Suchen von Inhalten für das Jugendzentrum, wer baut, wer betreibt. Eine wunderbare Aufgabe für Stadt und Landkreis. Da konnte man sich schon mal etwas Zeit für nehmen. Der Landkreis plante vor sich hin, die Stadt plante vor sich hin. Einer verließ sich auf den anderen, sodass am Ende der Spender die Geduld verlor. Letztendlich hat der Spender ein Ultimatum gestellt. Wenn bis zum Jahresende des Jahres 2011 kein realisierbares Konzept vorliegt, dass er dann erst einmal sein Geld zurückfordert. Und hat das dann auch gemacht. Und so waren die 2 Millionen erstmal futsch. 16 Monate waren doch etwas zu knapp, um ein Jugendzentrum zu planen. Schließlich gibt's da immer noch offene Fragen. Aber um die kümmert sich jetzt eine neu gegründete Arbeitsgruppe. Wir wollen klären, was ist eigentlich ein Jugendzentrum? Wie soll ein Jugendzentrum aufgebaut sein? Und was erwarten Jugendliche in einem Jugendzentrum? Weil das heißt ja nicht umsonst Jugendzentrum, es ist ja für die Jugendlichen. Die Warener und ihr Jugendzentrum. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann planen sie noch heute. Da lag der Ball auf dem Elfmeterpunkt. So kann es gehen. Meine Damen und Herren, eines haben wir in der letzten Woche lernen dürfen. Es ist schon deutlich geworden, dass die CDU keine Partei ist, die dann über die Wahlverlierer herfällt. Nee, macht sie nicht. Die CDU macht sowas nicht. Das sagte Peter Altmaier übrigens einen Tag, nachdem Röttgen in Nordrhein-Westfalen verloren hatte. Eine Woche später hat Altmaier Röttgens Job. Ne? Aber nein, wir fallen nicht über Wahlverlierer her. Fair war das von der Merkel, muss man sagen. Es war durchaus fair. Ne? Sie hat Röttgen nicht erschossen. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Saddam Hussein hätte das gemacht. Ne? Sie hatte nur wieder diesen brutalen Blick gestern bei Röttgens Entlassung. Ne? Ja. Hat sie öfter in letzter Zeit. Ein bisschen wie Rambo, als er gegen den Vietcong gekämpft hat. Aber natürlich ist sie trotz allem immer noch die Mutti. Ich glaube, so hat sie es auch gesagt. Norbert, die Mutti ist nicht böse wegen NRW, sie ist nur sehr, sehr traurig. Aber sie soll durchaus freundlich mit ihm geredet haben im Kanzleramt. Unter 4 Augen war ja alles hinter verschlossenen Türen, man hat nicht so viel mitbekommen. Ab und zu soll man Röttgen gehört haben, wie er gerufen hat, nicht schlagen, ich trage eine Brille. Aber sonst sehr freundlich, sehr freundlich, sehr friedlich. Das ist ja auch Merkels Stil. Ab und zu mal sehr freundlich, sehr friedlich einen Mann erlegen. Braucht sie offenbar für ihr Wohlbefinden. Sie hat ja durchaus schon einige Kerben im Colt. Ich sage nur hier,
Merz, Koch, Rüttgers, Oettinger, Wulff, Röttgen. Ne? Wer ist das? Oh, Ihr Gatte. Ja, das wusste ich nicht. Dass Sie den auch schon, das war mir gar nicht bekannt. Aber gut, es geht mich ja nichts an. Man munkelt, Röttgen wolle sich wohl rächen. Huiuiuiui, was will der machen? Zahnpasta auf die Türklinke und eine Reißzwecke auf Merkels Stuhl? Da bin ich aber gespannt auf Röttgens Rache. Die Brille schlägt zurück. Ne? Wissen Sie, was ich glaube? Merkel hat ihm einfach nicht verziehen, dass er sie in Nordrhein-Westfalen mit in den Wahlkampf gezogen hat. Das war der entscheidende Punkt. Ja? Und da kann ich sie auch verstehen. Als er sagte, in NRW wird auch über Angela Merkel abgestimmt, da ist ihr der Geduldsfaden gerissen. Die Merkel kann viel ertragen. Aber wenn sie mit Politik in Verbindung gebracht wird, hört für sie der Spaß auf. Ne? Das ist die eiskalte. Die eiskalte Merkel. Meine Damen und Herren, hier ist die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute eiskalte Merkel. So eine eiskalte Merkel geht total einfach. Guck mal hier. Hat die Merkel nämlich voll eiskalt den Norbert Röttgen regelrecht gefeuert. Und warum ist die Merkel so eiskalt? Ist doch logisch. Wurde sie als Kind nicht zu heiß gebadet, so wie der hier, sondern immer viel zu kalt. Ist das Badewasser fern? Gleich. Aber so eiskalt sein ist auch voll praktisch. Freuen sich nämlich die Politikerkollegen, dass es unterm Stuhl von Merkel immer eiskalte Getränke gibt. Doof nur, kommt die eiskalte Merkel bei den Wählern nicht so gut an. Naja, bei dem schon, aber da ist er auch der Einzige. Die anderen wollen alle viel lieber so eine Mutter der Nation. Kein Problem für die Merkel. Damit keiner sieht, wie eiskalt sie ist, hat sie sich einfach eine Maske gebaut. Mit einem extra warmen Mutti-Lächeln drauf. Toll. Hat sie jeden warm weggelächelt, der ihr in die Quere gekommen ist. Den Bierdeckel-Merz, den schmierigen Hessenkoch und den ollen Schnorrerwulf hier. Hat immer gut geklappt. Bis neulich. Da ist der Merkel beim Reparieren der warmen Grinsemaske was total Beklopptes passiert. Hat nämlich die olle Töle vom Rösler die Merkel-Maske zum Fressen gern. Ist die Maske seitdem total Schrott. Voll Moppelkotze. Braucht die Merkel schnell eine Ersatzmaske. Mal gucken, was sie noch im Köcher hat. Nee, nicht die. Die natürlich auch nicht. Die hier mal ausprobiert? Oh Gott, dann lieber ohne Maske. Sieht das Volk bei der Röttgen-Entlassung eben Merkels wahres Gesicht? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und nächste Woche? Die eiskalte Merkel kommt als Märchen ins Kino. Ich liebe morgendliche Hinrichtungen. Ab mit dem Kopf! Ab mit seinem Kopf! Ab mit seinem Kopf! Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus. Die Sendung mit dem Klaus. Von Oliver Dorke, Tobias Döll und Julia Kunze. Ja, Peter Altmaier ist es jetzt. Er ist jetzt neuer Umweltminister. Und Peter Altmaier hat sich ja bislang vor allem als treuer Taschenträger von Angela Merkel einen Namen gemacht. Gut, Altmaier kann organisieren, ist loyal, bestimmt auch sonst ein dufter Typ. Aber mit Umwelt hatte der bislang noch nicht so viel zu tun. Und das bei dem Ressort, das angeblich so wahnsinnig wichtig ist? Röttgen wollte ja immer den Ausstieg aus der Kernenergie. Mit Altmaier gibt es jetzt den Ausstieg aus der Kernkompetenz. Naja, Merkel wird schon wissen, was sie da macht. Umwelt, ich meine, kennt der Altmaier Umwelt? Kennt er nur vom Durchfahren, glaube ich. Immerhin, er hat keine Berührungsängste mit den Grünen. Der war ja seinerzeit mit Pofalla, Gröhe und auch Röttgen in der legendären Pizza-Connection. Ne? Das ist gerade die Pizza-Connection, CDUler und Grüne, junge CDUler, junge Grüne. Ist aber rausgeflogen aus der Pizza-Connection, weil er die Pizza immer alleine aufgegessen hat. Also, der neue Umweltminister steht fest. Wer noch nicht feststeht, ist der Vorsitzende der Linkspartei. Oder die Vorsitzenden der Linkspartei. Die Stelle ist immer noch vakant. Oskar Lafontaine hat ja gerade wieder mal den Lafontaine gemacht.
Das ist ja seit 1999 die übliche Redewendung für überraschenden Rückzug, den Lafontaine machen, ne, in den Sack hauen, sich verpissen, den Lafontaine machen. Und natürlich macht Lafontaine den Lafontaine selber am allerbesten. Hat er jetzt wieder unter Beweis gestellt. Lafontaine wäre gerne gewählt worden, aber er wollte keinen Gegenkandidaten. Ja, interessantes Demokratieverständnis. Ne? Auf der Ebene hätte er sich wohl auch mit Ludwig XIV. Gut verstanden. Und seine Lebensgefährtin wollte auch unbedingt natürlich dabei sein. Er wollte sie auch dabei haben als Fraktionschefin. Und genau das geht der Partei auf den Geist. Ist doch klar, da fühlen sie sich erpresst. Ein Saarländer, der mit seiner kommunistischen Tussi ohne demokratische Wahl regieren will, das hatten die halt auch schon mal 40 Jahre lang. Der Streit um die Führung in der Linkspartei. Wir zeichnen für Sie die Ereignisse noch einmal nach. Berlin. Die Führungsspitze der Partei Die Linke ist zu einer eilig einberufenen Krisenrunde zusammengekommen. Der Führungsstreit droht zu eskalieren, denn das Gerangel im Personalkarussell um Oskar Lafontaine, Dietmar Bartsch und Sarah Wagenknecht wird immer größer. Sowohl der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch als auch der ehemalige Parteichef Oskar Lafontaine wollen an die Parteispitze. Bartsch hatte bereits im November seine Kandidatur angekündigt. Ja, erster! Menno! Lafontaine will, dass Bartsch seine Kandidatur wieder zurückzieht. Komm da runter, das ist mein Turm! Lafontaine favorisiert eine Doppelspitze mit seiner politischen Weggefährtin Sarah Wagenknecht. Aber auch der Realo Bartsch kann sich die Zusammenarbeit mit Wagenknecht vorstellen. Wagenknecht allerdings nicht. Ja, ab, du stinkst. Der Streit um den Parteivorsitz schaukelt sich immer weiter hoch. Doch Lafontaine verliert an Schwung und kommt ins Schlingern. Im letzten Moment springt er ab. Die Partei dreht sich weiter im Kreis. Der Führungsstreit geht in eine neue Runde. Ein Film von Jasmin Al-Safi und Martina Hauschild. Sie haben es natürlich mitbekommen, meine Damen und Herren, Deutschlands streitbarster Querdenker hat ein neues Buch geschrieben. Am Sonntag war Thilo Sarrazin zu Gast bei Günther Jauch. Und auch wir als kritische Satire-Sendung sehen uns selbstverständlich in der Pflicht, Thilo Sarrazin und seine jüngsten Thesen zum Euro angemessen zu würdigen. Hier ist unser Beitrag. Wer sich sonst noch zum Affen gemacht hat, das erfahren wir jetzt bei Abgehakt. Hier ist die Woche aus der Sicht der Nachrichten. Guten Abend. Meine Damen und Herren, willkommen zu den Nachrichten. Ja, rund 5000 Polizisten haben das Frankfurter Bankenviertel heute in eine Art Festung verwandelt. Was machen die denn da alle? Dreharbeiten für einen Actionfilm oder was? Sie sind im Einsatz, weil in der Bankenmetropole Demonstrationen der Block-U-Pi-Bewegung befürchtet werden. Aha, die Staatsmacht gegen Block-U-Pi. Und was sind das so für Randalierer? So sieht es aus, wenn mehr als 25.000 Menschen friedlich gegen die Allmacht der Banken demonstrieren wollen. Na, es sind ja nicht nur friedliche Demonstranten. Es haben sich sogar Familien mit Kindern den Protesten angeschlossen. Großer Gott, da muss man hart durchgreifen. Ich finde das unmöglich, was für ein Polizeiaufgebot hier für so eine Demonstration aufgerufen wurde. Wenn es um die Sicherheit der Banken geht, muss man halt mal ein Auge zudrücken. Oder zwei. Jetzt wird's kuschelig beim G8-Gipfel in den USA. Gemeinsam widmen sich die Staatschefs den Dramen unserer Zeit. Das Fußballdrama schmerzt die Kanzlerin, während ihr britischer Amtskollege jubelt. Glückwünsche gab's dann trotzdem. Und dann konnte der G8-Gipfel sogar historische amerikanisch-französische Missstimmungen ausräumen.
Er könne über Cheeseburger wirklich nichts Schlechtes sagen, erklärte Hollande. Daraufhin Obama. Cheeseburger passen auch sehr gut zu Pommes, die wörtlich übersetzt französisch frittiertes heißen. Na, dann wird doch alles geklärt. War sonst noch was? Ach ja, die Grünen sind plötzlich ganz empört über Merkels Röttgen-Rausschmiss. Mich erinnert das so ein bisschen an den Schulhof. Da gab es bei uns früher die Regel, wenn jemand auf dem Boden liegt, dann holt man nicht noch aus und tritt ihm volle Karacho in den Magen. Gut, dass ihr vor einer Woche noch Röttgens Abgang gefordert habt. Ich hielte es für unverantwortbar, wenn einer, der nicht mal einen Wahlkampf gewinnen kann mit 34%, wenn der das Umweltressort auf Bundesebene weiter verantworten soll. Ach, was interessiert mich unser Geschwätz von letzter Woche? Das war abgehakt von Julian Amerschi. Und haben Sie schon Ihre Steuererklärung abgegeben? Hm? Ja, sehr schön. Frist Ende Mai. Ne? Nächste Woche muss die Steuererklärung fertig sein. FDP-Mitglieder fragen sich gerade, wovon redet der Typ? Steuer, ich erkläre es kurz. Steuer, das ist das, was abhängig Beschäftigte, also diejenigen, die keine Möglichkeit haben, ihr Geld am Fiskus vorbei ins Ausland zu schleusen oder durch abenteuerliche Tricksereien auf Null herunterzurechnen, was diese Menschen an den Staat abgeben. Ja, es gibt Menschen, die geben Geld ab an den Staat. Das gibt hier sogar spontanen Applaus. Bekanntlich gab es immer wieder Bestrebungen, das Steuerrecht zu vereinfachen. Wir erinnern uns, Friedrich Merz wollte ja, dass die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt. Und das tut sie auch. Ne? Wenn der Bierdeckel groß genug ist, dann geht's. Gar kein Problem. Bislang sind aber alle Versuche zur Steuervereinfachung gescheitert. Den Steuerberatern soll das Recht sein. Haben die gut zu tun. Caro Corneli war beim Kongress der Steuerberater. Zu leicht zu verstehen, zu übersichtlich. Immer mehr Bundesbürger nehmen das Ausfüllen ihrer Steuererklärung selbst in die Hand. Den Steuerberatern drohen dadurch immense Einnahmeverluste. Hier auf dem Steuerberaterkongress in Berlin haben sich Fachleute aus ganz Deutschland versammelt, um die Steuererklärung endlich wieder so kompliziert zu machen, dass die Unterstützung durch einen Steuerberater für den Bürger unerlässlich ist. Anlage G, Anlage S, Anlage V, Anlage T. Was ist mit den restlichen Buchstaben des Alphabets und woher diese Angst vor Umlauten und Vokalen? Da kann ich nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, was Sie damit meinen. Jetzt sagt der Volksmund, lieber Krebs und Abszess als Anlage S. Stimmen Sie dem zu? Kann ich dem so zustimmen, ja. Muss ich ganz klar sagen. Um den profitorientierten Steuerberatern auch die letzten Hindernisse aus dem Weg zu räumen, naht Hilfe von ganz oben. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble verspricht. Also zu einfach werden wir das Steuerrecht auch noch aus Gründen der Existenzerhaltung der Steuerberater nicht machen. Da können Sie sich drauf verlassen. Da können Sie ganz sicher sein. Der Traum von steigenden Profiten durch noch kompliziertere Steuererklärungen ist also noch lange nicht ausgeträumt. Immer mehr junge Leute neigen dazu, freiwillig ihre Unschuld zu besteuern. Ist das der richtige Weg? Welche ist Ihre Lieblingssteuer? Die Einkommensteuer. Ich meine auch. Und was sagen unabhängige Finanzexperten dazu? Was bedeutet zum Beispiel Absetzung für Abnutzung? Ich verstehe viel von Quantenphysik, ab hier wird's eng. Das verstehe ich nicht. Wurden bei den Rücklagen die Angabepflichten des § 29 Absatz 4 GmbHG des Eigenkapitalteils von Wertaufholungen bei der steuerrechtlichen Gewinnermittlung gebildeten Passivposten, die nicht im Sonderposten mit Rücklageanteil ausgewiesen sind, beachtet? Das ist eine Checkliste, entweder ja oder nein. Also Quantenphysik ist logisch, das hier ist für mich komplett, wir haben in Deutschland 90.000 Steuerberater. 90.000, ja? Also wenn wir 90.000 Quantenphysiker hätten, würde ich sagen, okay. Ich habe hier noch eine Kaffeetasse, vielleicht kann ich die absetzen? Ja. Absetzen da vielleicht. Eine der perfidesten Ideen ist es sicherlich, ab dem Jahr 2013 das Formular für die Steuererklärung von A4 auf A6 zu verkleinern. Und es darf dann auch nur noch mit diesem speziellen Filzstift ausgefüllt werden.
Das war Caro Corneli für Extra 3. Caro Corneli. Und mit ihr unterwegs war Martin Gottschild. Der Berliner Flughafen eröffnet jetzt im Moment erst im März 2013. Also zumindest ist das der heutige Stand. Und er wird vermutlich doppelt so teuer wie geplant. Ja? Ist aber jetzt für Berliner Verhältnisse völlig normal. Ist alles im Rahmen. Das Berliner Stadtschloss, was sie wieder aufbauen wollen, das planen die seit 10 Jahren, haben noch gar nicht angefangen. Da ist bislang einfach grüne Wiese. Und ist ja auch schön. So stelle ich mir das mit dem Flughafen eigentlich auch vor. In 10 Jahren werden wir schön rausfahren nach Schönefeld und wir werden nicht ins Flugzeug steigen, geht ja gar nicht, ne? Ist noch nicht fertig, aber wir werden uns ins Gras setzen und durch den halbfertigen Terminal schlendern und die Ruhe genießen und träumen von Flugreisen und der großen, weiten Welt. Auch schön, oder? Entschuldigung, ich war kurz etwas weggetreten. Aber jetzt ganz im Ernst, zu viel Hektik beim Bauen schadet immer. Wenn man zu schnell baut, gibt es am Ende meistens Ärger, weil dann plötzlich Mängel auffallen, ärgerliche Details, an die vorher einfach keiner gedacht hat. Bei der neuen Unimensa in Augsburg zum Beispiel ist genau das passiert. Martina Hauschild. Die Universität Augsburg hat eine neue Mensa. Aufsehenerregend wie noch nie. Als besonders innovativ gilt die Tablettausgabe. Denn ihre besondere Form weckt beim Betrachter interessante Assoziationen. Ich finde, das sieht eindeutig wie ein Hakenkreuz aus. Es ist natürlich eindeutig eine Hakenkreuzform. In einer Friedensstadt wie Augsburg ist es einfach für mich ein Unding, dass jetzt ein Hakenkreuz in einer Mensa steht. Der Mensa-Besucher ist geradezu begeistert von der vielsagenden Architektur. Es ist halt einfach irgendwie eine Peinlichkeit. Weil, ich meine, es wurde hier alles sehr schön designt und da gibt es Architekten, die sich um sowas kümmern. Und da kann das einfach auch mal auffallen, wenn man halt ein Hakenkreuz plant und zeichnet. Nein, das ist dem Architekten nicht aufgefallen und auch nicht dem Pressesprecher der Uni. Aber es gibt auch gute Gründe für diese Hakenform. So ist mir das von den Architekten und vom Bauern gesagt worden. Es sei einfach die funktionalste Lösung gewesen. Genau. Und außerdem ist das ja auch gar kein Hakenkreuz, sondern? Das ist ein Würfel mit vier Winkeln. Ja. So denke ich, ist er konzipiert. Ja, das Hakenkreuz ist eigentlich ein Würfel. Also könnte doch sein. Mit ein bisschen Fantasie. Oder nicht? Ich finde, es sieht nicht wie ein Würfel aus, es sieht aus wie ein Hakenkreuz. Und blöderweise vergeht vielen Studenten bei diesem Hakendings der Appetit. Ist ja auch unangenehm. Es ist natürlich ein unangenehmes Thema und man braucht so eine Form ja nicht unbedingt in der Mensa. Und deswegen ist ja auch bereits vom Bauamt und von den Architekten wird nach einer anderen Lösung gesucht. Ach wirklich? Schade. Die Studenten fangen doch gerade an, sich an ihr Tablett-Hakenkreuz so richtig zu gewöhnen. Ja. Liebe Zuschauer. War ein Witz. Ja. Das sind natürlich keine echten Nazis, diese Studenten. Die haben das nur gespielt. Ich meine, es war eine Uni, keine Hundeschule. Also die echten Nazis, das wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie die Sendung häufiger gucken, die echten Nazis, die werden bei Extra 3 natürlich erledigt vom Führer persönlich. Hier sind die neuesten nationalen Nachrichten. Und jetzt, neueste nationale Nachrichten. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii. Ich habe heute den ganzen Morgen unter der Dusche gesungen. Musik war mir immer sehr wichtig. Wie stehen Sie dazu, NPD-Mann Vogt? Über Musik sprechen wir die Jugend an und sind dann in der Lage, her, wenn wir ihr Herzen über die Musik geöffnet haben, ihnen auch letztendlich unsere Ideen schulisch beizubringen. Sehr gute Idee, Vogt. Die Herzen der Jugend mit Musik öffnen, dann mal los! Soldaten der Waffen-SS, ich rufe euch! Hier! Ja. Wir singen nun gemeinsam das Lied Ich hatte einen Kameraden. Ich hatte einen Kameraden. Einen besten Halt! Stopp!
ich krieg ja Ohrenkrebs. Jede rostige Fahrradkette hat mehr Taktgefühl als diese Gewürzgurkentruppe im Stimmbruch. Zu meiner Zeit hat sich nationaler Gesang so angehört. Wunderschönes Lied. Und wie singt das die Bewegung heute? Deutschland, Deutschland, überall. Oh nein! Sang, ihr musikalischen Analphabeten, Quartaschentruppe, ihr habt so viel Hämorrhoidenherpes auf den Stimmbändern, ihr kriegt nicht mein Jodeldiplom. Letzte Chance für den NPD-Bürgermeister von Clausewitz, Hans Pöschel. Die Buden gehen zurück, das bringt unserem Land kein Glück. Ja, wir müssten einst wie im Reich, im deutschen Reich sein. Pöschel, Sie Knallerbsen hören, Sie klingen wie ein kastriertes Eichhörnchen mit der Überdosis Amphetaminen im Arsch. Jede Luftschutzsirene ist melodischer als Sie untalentierte Nebelkrähe wegtreten. Das war's auch schon fast wieder, meine Damen und Herren. Es war schön mit Ihnen. Das war Extra 3. Jetzt kommen die Kollegen vom Medienmagazin ZAP. Die waren unter anderem jetzt vorm ESC in Baku. Aber anscheinend gibt es gar nicht nur ein Baku, es gibt anscheinend zwei. Eins für die ausländischen und eins für die aserbaidschanischen Journalisten. Ich freue mich jetzt schon wieder auf nächsten Mittwoch. Zum Schluss natürlich wie immer neulich im Bundestag von Jens Böttcher und Henry Sperling. Tschüss. Schreiben aus Amerika, dass ein Entführer den Schnauzer von der Angelika gekidnappt hat. Der Hund fordert 4 Milliarden Lösegeld in kleinen Münzen. Wollten wir nicht über die Herdprämie und den Asteroiden reden, der die Welt in 2 Stunden vernichten wird? Das kann doch wirklich warten. Die arme Angelika, der Hund ist bestimmt der wichtigste Mensch in ihrem Leben drinnen. Naja, nee. Der blöde Köter ist mir eigentlich voll Latte. Der war sowieso nur Futter für meine Riesen-Anaconda. Ich bin ja so erleichtert, dass eure königliche Mayonnaise weiter so ein tatenrünstiger Unmensch sind. Naturgesetz, wer mir was wegnimmt, kriegt automatisch was in die Fresse. Ganz recht, Sie stellen sofort 8 Milliarden Euro zur Befreiung des Dackels Verfügung. Weiß man schon, wer der Entführer sind? Bestimmt ein enttäuschter Verehrer. Der Erpresser hat ein Foto von sich und dem Hund mitgeschickt. Tu mal im Projektor rein. Kennt jemand diesen Mann? Den habe ich noch nie gesehen, Officer. Was machen wir denn jetzt? Wir bilden Gruppen, um sämtliche Telefonbücher der Welt durchzutelefonieren und die Leute einfach selbst zu befragen, ob sie der Täter sind. Geil, dann habt ihr mal was zu tun und ich kann den Sommer nutzen und mal hier mit einem Flammenwerfer die scheiß Tauben oben von der Glaskuppel runterhängen. Prima, wir treffen uns zum Telefonbücher durchtelefonieren um 16 Uhr im Frauengefängnis Charlottenburg. Die haben da eine gemütliche Telefonzelle.